gewisse Dienste an. In der großen, bösen Stadt gilt es, die verschiedensten Gelüste zu befriedigen. Meine Familie! Mein Geist! Der infernalische Zug! Der Zug ist deine Erfindung, deine Verteidigung. Ich lege nur den Fahrplan und die Reiseroute fest. Der Zug rollt heran mit glänzenden Wagen, mit weichen Sitzen und funkelnden Narben. Still, meine kleinen, Angst ist unangebracht. Der Mann im Mond hat dies Wunder erdacht. Ich werde ihn aufhalten, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Was du wünschst, soll geschehen. Du bist verloren. Und wo dein Körper ist, wird auch dein Geist hingelangen. Vielleicht ist er schon da. Okay. Bist denn da? Wieso? Ich komme einfach mit der Welt nicht mehr klar oder mit diesem Spiel oder was auch immer es sein soll. Hier geht's nicht weiter. Es ist einfach nur zu bescheuert und naja, was anderes zugleich. Hier kann ich nicht durch. Hier müsste ich rein. Ja. Oh. Machine-made Corsets. Damals war maschinengefertigt wahrscheinlich noch der gute Standard. Heute ist es ja wieder handgefertigt. Ja. Früher war es was anderes. Die sind die suppende Wunde der Verdorbenheit. Kinder, die ihren Namen um den Hals tragen, als wären sie nichts weiter als ein Stück Vieh. Eine Proklamation ihres Stammbaums könntest du auch brauchen. Sie sind stolz auf ihre Herkunft. Sie Unmensch! Die Kinder wissen doch gar nicht mehr, wer sie sind und woher sie kommen. Wie viele Psychen haben sie bis zum totalen Vergessen verdreht? Nicht genug. Deine wäre ein Triumph gewesen. Obwohl, du bist ein geistesgestörtes Wrack. Die Frucht meiner Arbeit. Ich bin nicht mehr so geistesgestört, ja? Ich weiß immerhin genau, wer du bist und was du getan hast. Und ich werde dieses nie vergessen. Und ich werde gegen den infernalischen... Oh, ich bin auf dem Zug. Ankämpfen. Indem ich einfach durch ihn durchgehe. Hallo, Hutmacher. Ich muss den infernalischen Zug stoppen und das Böse, was ihn antreibt. Ein wenig selbstfixiert das Fräulein. Wie? Erst die Suche voller Furcht und Fragmenterinnerungen. Jetzt ist es der Zug. Nie Zeit für den Tee. Während dein Gehirn Urlaub macht, gehen wir unter. Nun dürfen Verrückte wie wir endlich in einer Teekanne in die Hölle fahren. Man darf aber nicht vergessen, was die eigenen Sinne gesehen haben. Vergessen ist einfach vergessen, es sei denn, das ist es nicht, dann heißt es an. Ich würde gern vergessen, was du getan hast. Ich hab's versucht, ganz nett. Sie haben mich benutzt und missbraucht, aber zerstören können sie mich nicht. Nicht? Es ist nicht mehr zu ändern. Die alte Alice und ihre Wunderland-Zuflucht sind vernichtet. Du kannst nicht mal erkennen, was geschehen ist. Und du bist machtlos, kannst es weder ändern noch gegen mich vorgehen. Dafür habe ich gesorgt. Holst du dir nun deine Strafe ab? Ist es die Raupe? Ich weiß, ich trage eine gewisse Schuld, aber Bestrafung ist nie den Opfern des Verbrechens dienlich. Missbrauch ist ein Verbrechen der Starken an den Schwachen. Du hast recht, die Täter werden nie genug bestraft für den Schaden, den sie anrichten. Wer Zeuge von Missbrauch wird und den Opfern nicht beisteht, zahlt eine Strafe. Dein Schmerz mildert dein Vergehen, nicht früher eingegriffen zu haben. Aber vielleicht hast du noch nicht genug bezahlt für den Schmerz der anderen. Okay,
Also ich bin... Oder wir sind irgendwie schuld daran, dass Bambi... Sie haben mein Gedächtnis verdorben, aber nicht geschafft, mich vergessen zu lassen. Ich hätte was Leckeres gemacht. Die Kunden lechzen nach einem Stück von einer rasenden, wahnhaften Schönheit, ohne Erinnerung an Vergangenes oder Sinn für die Zukunft. Aber du musstest dich an deine Fantasien klammern. Du bist verrückt, wie deine Schwester. Sprechen Sie nicht von ihr. Sie kennen sie nicht. Deine Schwester hat gern gespielt, tat, als verachte sie mich. Sie hat bekommen, was sie wollte. Am Ende. Er war's. Meine Lizzie, was ist das Ziel dieses Zugs? Wahnsinn und Zerstörung. Du solltest keine Fragen stellen. Ihren Antworten du kennst, das ist nicht höflich. Und das Geräusch, Lizzie, wie sie im Schlaf wünsche. Oh, nein. Arme Lizzie. Und es gibt keine Zentauren in Oxford. Lass dein Überleben einen Sinn haben, sonst sind wir alle verloren. Was wird passieren? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er uns mit seinen Pillen und Apothekenteilen und so weiter zu diesem Ding gemacht. Aber er hat es nicht geschafft, uns ganz zu zerstören. Immerhin. Nein. Für die Vergangenheit muss man sagen. Aua. Hallo? Oh. Na, komm her. Den kann man gar nicht anvisieren. Au! Oh mein Gott! Nein. Oder doch, ich ja. Aber... Weg hier! Ey, verdammt noch mal! Lass mich in Ruhe, verdammt nochmal. Boah. Es ist so. Verdammt nochmal. Scheiße. So, jetzt aber. Schön in die Richtung. Nein. Oh. Hallo.
So. Mein Zielmodus und schießt dieses scheiß Teil ab. Ah. Wie wär's mit einer Runde? Okay. Na? Weg hier. Weg hier. Hallo? Ha, 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 ha. Oh. Hey, pass doch ein bisschen auf. Der hat nur einen Finger. Will der? Oh, verdammt. Hat nicht geklappt, wie ich es machen sollte. Komm, mach das Ding fertig. Weg hier. Nein, ich möchte nicht sterben. Nein, wieso nur? Ja, ich möchte fortfahren. Ich möchte das Spiel fertig machen, ja? Oh. Das ist ja cool. Komm! Oh, weg hier, weg hier. Na? Auch schön. Ab. Aua! Verdammt! Ich hasse dich, Hand, ne? Weg mit dir. Hau ab, verdammt.